Guten Morgen vom Fluss Kolpa, dem Grenzfluss zwischen Slowenien und Kroatien. Es war wieder eine schöne, schöne, ruhige Nacht. Also, das ist ja was ganz Besonderes zurzeit. Also, bis auf den ersten Campingplatz ist er alle jetzt so ein bisschen außerhalb von großen Straßen oder Eisenbahnstrecken. Das hat man ja sonst meist immer gehabt. Aber jetzt kommt richtig eine ruhige Zeit auf Campingplätzen. Also das ist richtig klasse. So kann man richtig schön schlafen. Muss vielleicht einmal auf Toilette zwischendurch, wenn man mal wach wird oder so. Aber das ist dann auch alles. Ja, es ist ein richtig schöner Morgen. Habt gesehen, die Sonne, sie ist da. Das Zelt ist gar nicht so nass heute Nacht. Also ist nicht so kalt geworden wie vorhergesagt. 10 Grad. Eigentlich völlig okay. Ja, hier im klaren Fluss, da schwimmen die Fische. Kann man nicht so zeigen, aber es ist glasklares Wasser. Ja, ich hatte nachher gestern Abend noch mal geschnackt mit einem Camper hier. Das war ein Deutscher, ein Dauercamper. Und er sagte, ja, letztes Jahr im August war ja hier das Hochwasser. Da war das knapp bis zu der Kante da oben. Und im November, in diesem Winter, war es noch fast der Tisch nicht mehr zu sehen. War auch noch mal wieder sehr hoch. Ja. Wasser kann auch viel anrichten. Also im August kam es ja auch sehr plötzlich. Ja, deswegen war auch viel Katastrophenalarm in Slowenien. Aber die haben auch schon wie das meiste wieder hergerichtet. Ich habe so weiter nichts gesehen auf meiner Tour. Ja, Slowenien wird heute Geschichte sein. Die Geschichte von Kroatien beginnt. Da werde ich auch ein paar Tage länger bleiben. Wird mal so unterbrochen, wenn ich denn irgendwann mal nach Bosnien rüberfahre. Das dauert noch ein paar Tage. Ja, da freue ich mich drauf. Ein anderes Land. Ja, es ist einfach nur klasse, unterwegs zu sein. Noch bei Sommerwetter. Ab morgen wird es wieder anders. Also werde ich es heute noch mal richtig genießen. Etappe. Ja, der Campingplatz, den ich so anpeile, ist so 90, nicht ganz 90 Kilometer, 800 Höhenmeter. Also doch ganz knackig. Ja, aber ich habe ja Zeit. Ich bin ja früh wach wieder. Komm, heute vielleicht wieder ein bisschen früher los. Und ja, schau mal, was der Tag bringt. Also, dann wünsche ich doch viel Spaß dabei bei den kommenden Bildern aus Kroatien. Tschüss Slowenien, herzlich willkommen in Kroatien. Die ersten 9 Kilometer sind geschafft in Kroatien. Ich muss sagen, kein Unterschied gegen Slowenien. Die Verkehrsschilder sehen auch eigentlich genauso aus. Ob die Sprache jetzt ein anderes wird, wahrscheinlich sein, kann ich auch nicht beurteilen. Sieht auch alles Kauderwelsch aus. Aber naja, aber die Landschaft schön. Ich habe jetzt den ersten Anstieg hinter mir und komme hier in so ein Nebental. Das sieht ja wohl schon ansprechend aus. Richtig anders noch nicht. Ja, aber anders war ja bis jetzt eigentlich Slowenien ja auch nicht. Es geht nur die Sprache, aber man bekommt da ja auch alles und das wird hier in Kroatien auch sein. Aber hier sind die Abstände etwas, ja, so breiter oder länger zum nächsten Einkaufsladen und so. Also das ist schon fast schwedische Verhältnisse, oder? Ja, das ist schon. Aber naja, ich fahre
fahre jetzt weiter, genieße es. Ich habe jetzt nur noch 77 vor mir. Kilometer 20, bin hier an irgendeinem Stausee, mach mal eine Pause, eine Snackpause. Ich habe ja noch genug vor mir, gleich kommt wieder ein Anstieg, ich bin hier gerade runtergerast, über die Brücke gefahren und gleich geht's Schuss hoch. Aber ein bisschen Hunger hat man schon, Frühstück ist schon wieder lange her, aber die Landschaft hat sich schon geändert, es wird felsiger. Ja, und wie man hier sieht, langt es auch für den Staudamm jetzt. Für den Stausee. Aber viel Wasser scheint da nicht drin zu sein, denn die Treppe, die hier ist, die endet doch noch ein paar Meter davor. Also es könnte gut voller sein. Ja, mal sehen, was der Sommer bringt. Bis jetzt war es ja relativ nass. Morgen soll es ja auch mal wieder regnen. Wer weiß, füllt sich noch ein bisschen mehr. Ja, es macht echt Spaß zu fahren. Bis jetzt war es relativ flach. Mal sehen, was denn da kommt. Ich esse mal eine Beefy. Mahlzeit. Got the white knuckles holding on a tight, keeping your fears bottled up inside, heading for collision in the night. To really live, you gotta die. Gerade echt eine einsame, ruhige Gegend hier, muss man sagen. Immer nur vereinzelt Häuser, ganz kleine Nester, und sonst kommt da gar nichts. Viel Wald und dann mal hier so frei. Aber von der Straße her super, geht immer nur leicht hoch, bergunter, hoch und also völlig easy. Kilometer gefahren, Pause an so einem kleinen Laden. Hier habe ich mir jetzt eine kalte Cola gehabt und geholt, ein paar Kekse, irgendwie was Süßes habe ich jetzt Lust. Ja, der Wind, der wird ganz schön stark hier, man sieht es schon hier an der Fahne oder den Bäumen. Ja, es wird so ein heißer Föhn heute, meist auch als Gegenwind, aber naja, das trocknet dann auch wieder, dann schwitzt man nicht so doll.
Aber man muss ein bisschen kämpfen. Aber bis jetzt war die Strecke echt super. Die Straßen waren eigentlich ganz okay. Also ich finde es fast keinen Unterschied zu Slowenien, vor allem weil die Schilder genauso aussehen. Ja, aber hier in diesem Ort gibt es auch irgendwie so eine riesige Tropfsteinhöhle, die man besuchen kann. Ist hier irgendwie ganz besonders touristisch. Man merkt das schon, die sprechen alle Englisch hier sehr gut und das ist alles gut ausgeschildert und ja, ein paar Cafés und so. Hier ist bestimmt im Sommer ein bisschen mehr los. Ich will hier das angucken. Jo, ich mache hier erstmal eine Getränkepause. Schöne kalte Cola, das tut mir jetzt richtig gut. Und dann geht's weiter Richtung Süden. Ich hoffe, da kommen noch wieder weiter schöne Bilder. Still rough around the edges. I guess that some things never change. Yeah, I know that it's been ages, but it kinda feels the same. No matter how hard you try, you cannot push me out, so just listen. I've been thinking of you since you broke it and moved to LA. And no matter how hard I try, I cannot get you out of my system. Da fahren sie hin, die Schleswig-Holsteiner. Ja, die haben, das war deutsches Kennzeichen mit RD für Rendsburg. So klein ist die Welt. Aber mich haben sie nicht erkannt. Fahre hier so durch die Lande und auf einmal gibt es hier so einen tiefen Graben mitten in der Landschaft und da ist hier ein Fluss. Ja, mit klarstem Wasser wie immer. Ja, ich muss ja gleich wieder hoch. Aber wunderbar. Also hier wäre ein Campingplatz anscheinend, aber das ist nur für Kanufahrer. Irgendwie so privat. Ja, aber wow, auf einmal so ein Wasser. Die ganze Zeit ist das hier trockene Landschaft und dann, ja, was soll man sagen. Schön ist es auch. Man hat ab und zu mal Aussichten. Ja, und ja, die Ruinen, verlassenen Lost Place und alles was. Kaputte Häuser, da sieht man jetzt schon ein bisschen öfters. Ist nicht alles vom Krieg, das ist auch so verlassen, glaube ich, weil hier ist ja gar nichts. Wirklich nichts. Ja, aber Tourismus ist jetzt hier ein bisschen mehr. Ja, das ist klar. Das wird auch immer mehr werden, weil es ist für sich auch schön. Wer Ruhe haben will, der muss hierher. Definitiv. Ja, ich bin jetzt bei Kilometer 46, 41 habe ich noch. Boah, am liebsten wird man überall immer stehen bleiben und gucken und gucken. Aber es macht auch Spaß, immer weiterzufahren.
Moin. Ja, moin konnte ich auch mal sagen gerade eben. War ein Camper aus Bremen. Kann das Kennzeichen, ich denke, hallo. Ja, ist mal moin gesagt, moin, kam man auf den Weg zurück. Ja, man ist hier nicht alleine als Deutscher, auf jeden Fall nicht. Hat schon einige Camper auch gesehen auf Deutschland. Also auch hier im Hinterland sind überall welche. Also ganz allein bin ich hier nicht. Zeit für eine Pause. Ja, nach der Stadt wollte ich mir eigentlich ein schönes Plätzchen suchen, aber dann ging es auf die Hauptstraße hier. Vorher war es immer alles ganz tot und ruhig und hier ist jetzt richtig was los, auch LKWs und so. Das ist eine größere Straße. Ja, ich habe hier jetzt nur kleine Würstchen geholt und was zu trinken, weil großen Hunger habe ich immer noch nicht. Später werde ich mir vielleicht noch irgendwas zum Mittag holen. Einen Thunfischsalat habe ich schon mal mitgenommen, das ist schon mal gesichert. Den gab es hier. Ja, dann ich auch noch mal das Zelt. Das habe ich gar ganz vergessen. Das muss noch mal ein bisschen mehr trocknen. Vielleicht ein bisschen spät jetzt. Und ich habe keine 20 Kilometer mehr. Aber was soll's. Ja, ein bisschen noch trocknen. Einmal kurz ruhig. Aber es ging auch hier gerade eben wieder steil hoch. Aber ich komme hier die Steigung hoch. Also richtig gut. Das hätte ich nie gedacht. So langsam komme ich so richtig rein in die Tour. Also es macht trotzdem Spaß, auch wenn jetzt hier so eine dicke Hauptstraße ist. Die werde ich auch lange folgen, glaube ich. Meine Übersichtskarte hier. Hier bin ich gerade. Und den Campingplatz wollte ich hin. Hier gibt es noch ein paar mehr. Und sein Nationalpark ist das hier.
Der Fluss entspringt hier in ganz vielen Kaskaden und Quellen und, aber dafür müsste man über 20, ich meine sogar 25 € Eintritt bezahlen. Das wäre mir dann doch ein bisschen zu viel. Mir langt das vielleicht, wenn ich vom Campingplatz einmal runter zum Fluss und mir das mal angucke. Ja, da habe ich keinen Nerv zu. Auch wenn das, na, man hat es ja schon mal anderen YouTubern gesehen, wie schön das hier ist. Hier unten ist das. Ja. Aber da kann man mit Boot fahren und alles, da werden die Touristen einfach nur abgezockt. So kann man es auch echt nennen. Ja, aber die Strecke war toll. Was soll ich sagen? Die LKWs wären aber bis jetzt kein Problem. Also ich musste keine Angst um mein Leben haben. Alles top. Also hat gut, super funktioniert. Naja, schauen wir mal, wie jetzt der Campingplatz wird. Es ist echt früh, 16 Uhr ist es erst, aber jetzt bin ich auch langsam kaputt, obwohl ich habe immer auch wieder heute Sutsche gemacht, nicht schnell, habe Zeit genug gehabt und das hat Spaß gemacht. Wenn nicht diese dicke Straße jetzt gekommen wäre, die andere war so schön ruhig, aber echt klasse. Also es macht Spaß, weiter hier zu fahren. Campingplatz erreicht, Camping oder Camp Kurana, so heißt der Fluss, glaube ich, hier unten. Aber naja, aber hier doch ein tolles Plätzchen, freie Platzauswahl, wo man möchte. Aber ich habe mir die Bank hier ausgesucht, ja, suche mir hier ein gerades Plätzchen. Ja, morgen früh wird da keine Sonne sein. Ja, leider zum Zelt trocknen, aber einfach nur klasse. Also hier ist immer große Auswahl, muss ich sagen. Riesiges Gelände. Wo will man hin? Aber Toilette ist gleich da oben. Und ich glaube, wenn ich mich hier irgendwo hinpflanze, da bin ich schön alleine. Echt doch. Schön, wenn man noch so viel Platz hat. Hier ist nichts los. Paar Camper. Mehr als sonst. Also ich bin hier nicht ganz alleine. Mal sehen, was ich noch mache. Also Mittag habe ich mit. Mal schauen, was ich mache. Zwei Optionen. Thunfischsalat oder Nudeln mit Tomatensauce. Ja, Standard halt. Naja, Zelt aufbauen. Und ich glaube, das wird eine schöne Nacht. Oh, lecker, Leute. Da habe ich mir aber einen Haufen gemacht. Oh, schön Nudeln. Tomatensoße ist doch das Einfachste. Ich brauche da nichts dazu. Kein Fleisch im Moment. Ich hatte schon mal ein paar Würstchen heute. Aber mal probieren. Oh. Napoletana von Barilla, da kann man nichts verkehrt machen. Das schmeckt immer mal. Also einfaches Essen und einfache Tour. Naja, geht so. Dann muss ich nochmal Komoot nachschauen, was das hier noch hier war. Aber das ist echt top Essen. Nudeln ist doch was Einfaches und immer wieder lecker.
88,4. 980 Höhenmeter, also das ist schon gewaltig. Das war gar nicht so geplant. Komoot sagte erst nur 800, jetzt sind es fast 1000 geworden an Höhenmeter. Naja, aber ich bin da super gefahren. Also ich bin diese 4-5% ging es oft hoch, auch wieder runter. In Spitzen mal bis 10%. Also so extrem wie gestern waren da nicht dabei, aber die waren auch ein bisschen länger, die Anstiege und auch die Abfahrten. Am schönsten war natürlich heute die Strecke so ganz, ja eigentlich die ersten 60 Kilometer, fast 60 Kilometer, ja 60 Kilometer, bis ich in der einen Stadt war und danach kam ich ja an der Hauptstraße. Ich muss kalt werden, muss ich essen. Entschuldigung, mit Vollmond spricht man eigentlich nicht, aber ich muss essen. Hm. Ja, bis dahin war alles top. Ruhige Straßen, kaum Verkehr. Die Landschaft, ja, man hat manchmal nicht viel gesehen, weil man nur im Wald fuhr, aber dann wurde es ja wieder offen, dann wurde es diese Karstlandschaft. Viele kaputte Häuser, Lost Places und so, aber naja, ist halt so. Sehr lecker. Also, der Rest ging auch, die LKWs und Autos haben gut Abstand gehalten. Also, es war nicht so schlimm. Man fühlt sich immer ein bisschen unwohl, aber die letzten 22 Kilometer hierher waren okay. Aber da war die Landschaft auch nicht so. Man hat nicht so viel Aussicht gehabt. Es war einfach nur fahren. Aber jetzt wird es ja auf jeden Fall. Ich bin hier an diesem Nationalpark, wo der Fluss hier entspringt. Aber wie gesagt, da werde ich nicht hinfahren, weil das ist ja so teuer. Ist bestimmt toll anzusehen. Vielleicht komme ich ja nochmal andersweitig mal hierher. Aber da muss ja, weiß ich nicht, 25 Euro oder was das kostet. Irre. Aber ich glaube, ich kann hier gleich nochmal hier runtergehen zum Fluss. Ja, da ist zwar keine Quelle, aber da wird der Fluss auch sein. Da wird man nochmal hingehen. Ist bestimmt tief runter. Ja, und sonst der Campingplatz hier, ja, freie Platzauswahl. Ja, hier kann keine Camper stehen natürlich. Kann man nur im Zelt stehen hier unten auf dem Bereich. Und hier war eine Bank, das war ja perfekt. Ich hab Hunger. Um einmal. Während der Tour. Überhaupt, ey. Aber nun, wenn ich stehe jetzt hier, muss ich sofort was essen. Aber ich muss nicht immer was Warmes haben. Das kennt ihr ja. Es langt auch mal ein Thunfischsalat, ein Baguette, ein bisschen Brot, irgendwas so. Also ein Stück Fleisch brauche ich jetzt gar nicht. Aber das wird bestimmt irgendwann nochmal kommen. Wenn mal so ein Restaurant auch da, also Restaurants und Bars und so gibt's auf der Strecke zu Genüge. Gerade an dieser Hauptstrecke hier, also da war alles voll. Einkaufsmöglichkeiten waren da mehr als Google sagt. Ich dachte, da war viel weniger, aber sobald ich über die Hauptstraße war, alles voll. Gar kein Problem. Jetzt wird's natürlich noch mal ein bisschen weniger. Das ist ja Nationalpark, da werden nicht so viele Ortschaften sein. Aber mal sehen. Ja, Wildcampen, das hat ja sowas viel vom Wildcampen, würde ich hier nicht machen, denn es ist Bärengebiet hier. Auf jeden Fall nicht. Wolf gibt's hier auch. Ja, aber Bären, glaube ich, ist gefährlicher. Ist nicht die Überpopulation, aber ist ja auch Nationalpark, also no go. Sowieso verboten hier. Es wird mal eine Etappe geben, da wird's schwierig. Wenn das Wetter stimmt, würde ich da vielleicht mal wildzelten, weil da ist kein Campingplatz weit und breit. Das wird bestimmt nochmal kommen. Aber das werde ich dann sehen. Also heute war vielleicht ein bisschen eintönig. Für mich war es toll. Ich habe ja viele kleine Einzelheiten auch in der Ferne sehen können. Das kann man Kamera halt nicht zeigen. Aber es war echt top. Hat echt Spaß gemacht, Kroatien. Straßenzustände waren ein bisschen besser als in Slowenien, definitiv. Aber sonst, der Kontakt hatte man heute eher weniger. Es war ja sehr einsam. Also, länger will ich auch gar nicht reden, ne? Jetzt sind schon wieder 5 Minuten. Also, ich werde hier bestimmt gut schlafen. Ich weiß noch nicht mal, was der kostet. So insgesamt, naja, war ja gerade die Preistafel vorne. Ja, und dann, ja, ist egal. Die Waschräume, war ich noch nicht da. Egal, werden wir denn sehen. So, morgen früh hoffe ich ja wieder früh loszukommen, weil hier kommt eh keine Sonne rundherum hin zum Trocknen. Das wird eh schlecht, das Zelt zu trocknen. Also,
komme ich morgen wieder früher los und dann geht's durch den Nationalpark. Und wieder ungefähr 88 Kilometer, irgendwie morgen 800 Höhenmeter. Da ist wieder ein Campingplatz. Das sollte wieder passen. Aber ich muss jetzt was essen. Also sage ich jetzt tschüss. Dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin, moin. Oder wie man hier sagt, weiß ich gar nicht. Muss ich nochmal nachgucken. Auf Wiedersehen. Aber schaufeln. Wird kalt werden. Aus.